Und hallihallo und herzlich willkommen zum letzten Teil von Let's Play Supreme Commander Forged Alliance. Na dann, wollen wir mal schauen, dass wir da alles entfernen, was entfernbar ist. Inklusive diesem bescheuerten galaktischen Koloss. Und der einfach nur, ich glaube, der Fachausdruck ist nervig sau. Schiffe? Läuft es eigentlich einmal selbst? Sehr gut. Oh ja, den Vendetta könnten wir jetzt eigentlich auch entfernen. Baff! Oh, schön, ja, den Paragon haben wir sogar noch nach Zahn zerlegt. Also samt dem Paragon, so. So hin. Erst einmal den zerstören, dann den zerstören und dann haken. Das sollte den Ordenskommander aufhalten, Hauptquartier Ende. Was heißt da aufhalten? Der ist zerlegt. Der Bogen ist gleich da vorn, zerstören Sie ihn. Ihr kommt zu spät, ihr Narren. Der Bogen ist fertig. Die Seraphim strömen bereits hindurch. Sie werden die gesamte Galaxie säubern. Das ist ein blöde. 500.000. Wir registrieren zahlreiche Einheiten, die durch den Spalt kommen. Jetzt oder nie, Commander. Das ändert überhaupt nichts. Ab mit Ihnen, Colonel. Schicken Sie diesen Bogen zur Hölle. Mach mal. Riser, geben Sie Ihren Status durch. Die Seraphim haben viel von meiner Basis zerstört. Ich versuche, sie wieder aufzubauen, aber ich kann keinen Angriff starten. Ah. Sie bekommen keine Hilfe, Commander. Zerstören Sie den Bogen. Hauptquartier Ende. Strategischer Start geortet. Oh nee. Hoffentlich von ihr. Wir brauchen da strategische Raketenabwehr bei der Riser. Oh weh. Ich glaube, das war das Ende von Riser. Blöde Sache. Leider mal. Du hast keine Chance gegen uns. Die Seraphim sind ewig. Zerstöre den Menschen. Die Seraphim sind ewig? Wie du befiehlst. Bringen Sie diesen verdammten Alien zum Schweigen, Commander. Am besten mit einer Atomrakete. Hauptquartier Ende. Ja. Gib mal Mühe. Strategischer Start geortet. Und haben wir die nächste Atomrakete, ne? Steht dann wieder mit der Midota-Zirbe. Mann, der zerlegt mal da die Basis von Riser. Ja, der Commander baut da vor sich hin. Das Teil, da werden wir wohl hoffentlich erhalten. Nächste Idiot anmarschiert. Wow. Okay. Uncool. Ja. Du hast gar nichts erreicht. Du wirst uns niemals besiegen. Strategischer Start geordnet. Dann Start Landeplattformen hin. Alter! Ja,
habt es bald. Wir sind immer feierlich. Ich könnte mal den Idioten da wohl bitte zerlegen. Jawoll. Idioten jetzt ausschalten und steuern wir da mal den Fettball hin. Oh, ich nehme zu viel Schaden. Ich muss mich zurückziehen, Commander. Setzen Sie den Kampf ohne mich fort. Zumindest haben wir den Riser jetzt einmal nicht verloren. So, das stellen wir. Das könnte man massiv angreifen. Noch mal so ein experimentelles Schlachtschiff. Das ist inzwischen auch hin. Das erste. Ja, machen wir mal keine halben Sachen. Da brauchen wir noch einen Fatboy. Das ist eine super Verteidigungseinheit, der Fatboy. Das kennt man noch von Stellen, aber nicht mehr da. Sehr schön. So. Ey, du, da kriegt er jetzt auch mal ordentlich was ab. Wenn wir den zerlegt haben, können wir weiter angreifen. Was ist da hinten? Das ist besser U-Boot-Jäger. Scheiß Erfindung, ja. Ja. Oder nein, ist alles gut. Das Kriegsglück wendet sich gegen dich, Kyle. Mhm. Ja, so. Tut etwas. Du bedauernswerter Mensch. Glaubst du wirklich, dass wir dir dienen? Du bist lediglich ein Mittel zum Zweck. Wenn wir fertig sind, wird jeder Mensch in der Galaxie tot sein. Ja, so schaut's mal aus. Die Wahrheit lag die ganze Zeit offen vor dir, Kael. Du hast sie nur ignoriert. Jo. Schon blöde, wa? Oh, das wird jetzt dauernd ungemütlich für den Fatboy. Also so, der Idiot ist schon verdächtig nach. Ha, greift ihn aber nicht direkt an, den Fatboy. Das ist gut für uns. Dann haben wir weniger Probleme. So, wie schaut es da aus? Das ist aber richtig schön zerlegt schon. Boah. Das ist ja der Wahnsinn. Obere Werft. Jawohl. Untere Werft. Wussten wir nachher. Verteidigungsgeräte. Stören wir da auch nochmal. Zwei Waffen auf. Baust mir auch nochmal einen Torpedowerfer daher. Dann wieder ab zurück ins Körbchen. Du auch. Jawohl, da haben wir den fertig. Dann machen wir mal da hinstellen. Schlachtschiffe können wir aber gleich nochmal da herstellen. Mal da haben wir jetzt auch einen Fatboy fertig. Schauen wir mal, wie sieht's da aus. Fatboy werden wir da hinstellen. Da teleportieren wir uns einmal. Ich würde sagen, daher. Stellen wir dann das Sonar auf. Und teleportieren wir uns wieder zurück. So weit, so gut. Ah, die hat überhaupt keine Ressourcen drauf gehabt, kann ich natürlich. Hm. Das ist doch aus dem ersten Teil, da ist doch einmal die Zahl drüber geflogen. Schönen Krater hinterlassen. Naja. Ich nehme auch
sei. Die Fat Boys kommen wir da jetzt mal ein bisschen näher. Kommandoeinheit. Schaut's da aus. Eigentlich auch noch sehr gut, ja. Doch wohl. Schauen wir nochmal vorbei. Stellen wir dann da hin. Wenn wir da die Zange immer weiter zumachen. Schauen wir mal. Vielleicht warten wir da hin. Vielleicht warten wir da hin. Ne, parken wir da hin. Sehr schön. Zerreißen da mal alles. Schlachtschiffe brauchen wir auch noch an, zwar. Davon kann man im Endeffekt nie genug kommen. Der Hilfskommander doch kurz trotz. Ich hab die blanke Panik. Wird eingeregnet. Meine Fettboys sind nicht sonderlich gut treffen. Ja. Und dort hat die Marinefabrik einiges ab. Zerstören Sie diesen Bogen, wir haben es fast geschafft. Fast geschafft, die war es auch nicht so. Wir sind jetzt Seraphim Commander, ja. Wenn sie dazu kommen können, machen wir auch Kabanic. So. Zwei Verteidigung, das ist ja Deck 3 Verteidigung. Ha! Die Werft können wir zerlegen. Ich hoffe, die Seraphim Verteidigungseinheit hat nicht so viel Reichweite. Oder jetzt sind nicht die Fabriken hin, das passt eh. Weil der dritte Fettboy ist fertig, dann stellen wir das nachher. So. Die wollen wir da hinstellen zur Unterstützung. Können wir dann auch noch einen Anzugflieger bauen. Drohne drin gehabt, die wir nicht brauchen. Da kommt ein Schiff angeschlichen und es ist weg. Wo ist denn das herum? Das war massiv. Sehr schön, da können wir ja, die Blockade steht einmal. Es gibt Bogen, da kommen tonnenweise Einheiten raus. Nichts allzu massives, finde ich. Bis dabei können wir es eigentlich gut gedeft. Da mal wieder ein bisschen weiter nach vorn. Die Rakete war, sagen wir mal, für den Arsch. Okay. Boys, kriegen wir die ganze Partie da jetzt im Griff, ha? So, der kriegt jetzt mal strategischer Start geortet. Will nach Hause. Beziehungsweise muss weg. Wo fliegt das Ding jetzt hin? Ah, okay. Au. Oh,
Das war, ach du Scheiße, das war die, boah, das war die strategische, das war die experimentelle strategische Rakete. Die ist natürlich nachhaltig böse, ja. Boah. Vor allem, ob das Ding jetzt. Das hat das Spiel, das war so eine mächtige Explosion, das hat das Spiel verpackt. Ha, bist du deppert, hey. Was ist jetzt hochgegangen? Ich trau mich gar nicht raus schon. Ah doch, Rils Commander. Rils ist SEO. So. Und beten. Die Seraphim sind ewig. Du wirst sie niemals besiegen. Ein Alien weniger. Ne? Hauptquartier Ende. Ne? Ich würde sagen, da haben wir gerade gesagt, dass das eine komplette Blödaussage war. So, den Olloner aus müssen wir definitiv zerstören. Den haben wir ein bisschen übersehen. Das ist relativ ungesund, wenn man Olloner aus übersieht. Ich gerne mal auf Multiplayer-Partien mit Stani. Das ist dann jedes Mal eine relativ unangenehme Erfahrung. Raketenwerfer. Aber natürlich auch nicht. Daraus. Schaut jetzt mal bitte da den Fatboy. Jetzt erleben wir jetzt mal den Bogen. Ganz friedliebend. Der ist ziemlich mittendrin im ganzen Getümmel. Aber haben wir da die Linksheck, die Torpedowerfer. Oh, das könnte knapp werden. Könnte. Das ist zu knapp. Ja. Okay, adios. Schön, dann können wir wieder die Knallrakete werfen. Schmeißen wir sie hin. Rein, ne? Und den strategischen Raketenwerfer weg. Könnte, aber der ist ziemlich am Arsch. Der Bogen ist fast am Ende. Gleich ist er vernichtet. Fast am Ende, ich weiß nicht so recht. Er hat viel Life. Aber was ziemlich am Ende ist, ist, das ist die Kampfkraft von der Seraphim. Weg. Ich würde mal sagen, der Spalt da ist ein bisschen in Bedrängnis. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nö, das geht schon. Viel Life hat er nimmer. Sie erschüttern den Bogen, weiter so. 100.000 hat er noch.
Und da sind doch blöden Torpedowerfer weg. Schraubt sich das. Ja, und zerstört ist der Bogen, ne? Zumindest der Teil. Ah, der Teil ist live. Ja. Der Bogen ist vernichtet! Aha. Der Bogen ist vernichtet! Ich werde in Kürze da sein, Commander. Es wird Zeit, dass dies ein Ende nimmt. Geschafft? Ja, nein. Ja, geschafft. Sehr schön. Gut, das Video gehen wir uns. Aber wenn es ziemlich bescheuert ist, aber okay. Ja. Wiederherstellung der primären CPU-Algorithmen. Primäre CPU-Algorithmen funktionsfähig. Alle Systeme online. Diagnose komplett. Primärrichtlinie erkannt. Durchführung. Was für ein Krempel. Naja, gibt's noch so ein Abschlussgespräch? Der Spalt genau. Ist versiegelt und der Orden auf der Flucht. Leider gibt es kein Zeichen von Prinzessin Burke. Aber wir suchen weiter. Nice. Was haben wir gesamt? Schauen wir mal. Kills, ha, sehr schön. Kills-Verluste vor allem. Ja, adios. Sehr schön. Hätten wir Supreme Commander Forged Alliance durchgespielt. Ja. Mal ein bisschen was drüber labern. Was könnte man drüber labern? Zum einen mal, ich finde das mit Abstand beste Echtzeit-Strategiespiel und ich glaube, das ist so eins, das es gibt. Beziehungsweise ist es eines, wo ich den Zugang gefunden habe. Es ist die ultimative Fortsetzung oder die ultimative Erweiterung zum normalen Supreme Commander. Der Überwahnsinn. Ich kann noch einmal sagen, wenn ihr gegen mich spielen wollt oder mit mir spielen wollt, Supreme Commander, einfach anschreiben, bin immer für Supreme Commander Runden zu haben. Ja. Wie viele Punkte will ich einem so Spiel von 10 geben? 9. 9 von 10 Punkten würde ich dem Spiel geben. Ich finde, das hat die ultimative. Es ist so schön. Es schaut gut aus. Es macht Spaß zum Spielen. Das ist einfach der Wahnsinn. Er sagt danke fürs Zuschauen. Ja. Habe ich glaube schon gesagt. Übermorgen geht es mit Supreme Commander weiter. Ein Teil gibt es ja noch, den man spielen kann. Ich werde einfach alle durch abgrasen. Und das ist dann Supreme Commander 2. Der, naja, sagen wir mal. Kitschige, bescheuerte Abklatsch von Supreme Commander, aber es ist immerhin ein guter Nachfolger und man muss ansagen, die Kampagne von Supreme Commander 2 ist wirklich gut gemacht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis übermorgen. Servus Leute!